Du ekelhafter Mann! Ey! Da kriege ich einen Raller, Alter! Ich bin so zerstört, ne? Durch diese Drecks-Community hier. Ey, dieser Server regt mich so sehr auf, ne? Ganz ehrlich, Alter. Pink Player am Start, Leute, die einem den Rank durch Hacken versauen, Leute, die einem den Rank durch Lava platzieren versauen, Leute, die die ganze Zeit so machen und nichts anderes können außer das, ja, Alter, ich spiel die ganze Zeit mit Angel, Alter, ich bin gut, ich bin QSG-Spieler, spiel das SG-Kit, oder hier, spiel verdammt nochmal ein Bow-Kit auf Team Oya, du Dreckswichser, wenn du die ganze Zeit nichts anderes machst, außer mit Bogen zu kämpfen, Mann. Ey, diese Leute, ne, ich krieg so Kotzen, Mann. Wahrscheinlich lasse ich dich jetzt da hochbauen, oder? Was kriegst du denn im One vs. One im Nahkampf geschissen? Genau, guck mal, was du kannst, Mann. Guck mal, was du kannst. Guck mal, was du kannst. Guck mal, guck mal, guck mal. Oh ja, Mensch, genau das kannst du. Wichsgeburt, Mann. Ey, ich krieg so's Kotzen, ne? Dieser Server, der... Wichser, Alter. Weine Fresse, weil man scheiße schreibt, man Bad Game. Und man kann es nicht mehr richtig. BGG, TGGG. Der Server packt's nicht mal, dich ordentlich in eine Warteschlange zu raffen, Alter. Und hier, wenn ich immer einen 3-Sekunden-Delay beim Schlagen habe oder die ganze Zeit im Chat kommt, One vs. One, N-A, ja, oder wenn solche Hits von Leuten kommen, dann ist schon vorbei. Du ekelhafter Mann! Ey, da kriege ich einen Raller, Alter! Ich bin so zerstört, ne? Durch diese Drecks-Community hier. Komm, guck mal, was ich kann. Guck mal, was ich kann. Guck mal, ist ganz toll, oder? Oh ja, Mann. Du Wichser! Du Wichser! Du Wichser! Diese WhatsApp-Wichser! Diese WhatsApp-Wichser! Was ist denn los mit diesem Server? Was kriegt dieser Server an Community noch aufgebaut? Es leckt! Diese Server haben 30 MB RAM oder so, keine Ahnung. Es leckt am Anfang wie Scheiße, zwischendurch hast du einen 2-Sekunden-Delay. Es sind Leute, die nur so rumlaufen. Guck mal, ich kann angeln, ich kann angeln. Alter, guck mal, ich kann angeln. Alter, da krieg ich Kotzen, Alter. Wo bist du, Mann? Genau das meine ich! Es ist mir ein Rätsel. Es ist mir ein Rätsel, was dieser Server noch aufgebaut bekommt, Alter. Hier. Ich könnte jetzt mal Soup spielen oder so. Ja? Ich könnte jetzt mal Soup spielen. Ich habe von fucking 117 Spielen 84 gewonnen. Das ist einfach mal richtig gut. Aber was soll ich denn machen, wenn Leute, die einen Bronze 5 Rang haben, direkt vor dir stehen und die ganze Zeit mit der Angel rechtsklick spammen? Was sollst du da machen? Oder Leute, die einen 5er Ping haben, da hilft dir auch die Range IP nicht weiter. Wenn die Leute einen 5er Ping haben, dann hilft auch die Range IP nicht mehr. Weil die Range IP, die ist leider nicht in der Lage, die Range über 50 Blöcke zu erhöhen. Genauso wie es Leute mit wahrscheinlich, was weiß ich, 5 MS oder so haben. Ja, die können ja dann von hier hinten den, der da vorne steht, schlagen. Ja, hier, bam, Alter, ich geb die Pinkschelle. Alter, ich hab so übel den Hass auf diesen Server mittlerweile, weil er am Anfang jedes Kampfes leckt. Manchmal werde ich aus dem Kampf rausgeportet in einen anderen Kampf. Dadurch bekomme ich einen Lose. Das heißt, meine Skillgruppe wird wieder runtergerankt, weil der Server es nicht geschissen bekommt, mich in einem Kampf drin zu lassen. Und ich werde dann automatisch rausgeportet. Was ist das? Ich habe so den Hass auf den Server gerade, weil man einfach als normaler Spieler nicht mehr normal spielen kann. Weil es einfach Leute sind, die einen 5er Ping haben, die einen 2er Ping haben. Manche haben 1er Ping, die wohnen im Rechenzentrum bei Google oder so, keine Ahnung. Mich regt es einfach total auf. Und wenn wir jetzt einfach mal... Wow.
Genau, Bugwaskin. Ja, Quickly, du bist echt gut. So, wir gehen jetzt mal in eine Super-Schlange rein. Den Kampf werden wir wahrscheinlich verlieren. Ganz einfach, den werden wir wahrscheinlich verlieren. Aber das hier, das ist nicht normal. Habt ihr das gesehen? Es ist einfach am Laggen ohne Ende am Anfang, weil dieser Server, was ist... Ich, vielleicht wird's noch runtergestuft auf 3 MB RAM oder so. Ping am Start, Alter. Ping am Start, Diesel, Mann. Und Chrome am Start, Mann. Wieder Chrome am Start. Ja, Blockhitten ist ja schön und gut. Blockhittet so viel ihr wollt. Ja, Blockhittet so viel ihr wollt. Aber jetzt zeige ich noch eins. Und zwar, geht nicht auf Server, findet ein Schwert und macht die ganze Zeit so. Macht nicht die ganze Zeit so. Bitte, ich flehe euch da sogar an. Macht niemals so die ganze Zeit. Oder, ach nee, nein, scheiße, er hat mich fast. Oder mit einer Angel. Ja, mit einer Angel, genau. Nein, geh weg, oh mein Gott, ich bin scheiße, oh mein Gott. Oder mit einem Feuerzeug, ist ja noch besser. Hier, da rennen sie dann so rum. Hier, was weiß ich, in SG oder so. Guck mal, du kommst mir nicht hinterher. In SG genau die gleiche Scheiße. Oder in UHC. Ach nee, der brennt nicht. Jetzt brennt er. Guck mal, jetzt brennt er noch länger. Guck mal, jetzt brennt er nochmal. Oder ich hatte noch einen 5. Lava-Eimer. Guck mal, jetzt brennt sie schon wieder. Oder wenn sie wegrennen. Guck mal, hinter mir ist Wasser, da kommst du nicht lang. Ja? Und dann die ganze Zeit so schlagen, damit der Gegner auch ja im Wasser bleibt. Ich krieg so das Kotzen bei dieser Community, ne? Da habe ich so einen Rage drauf. Das ist unnormal. Guck mal, guck dir das hier an. Kid 1 vs 1 und Gun Game Update. Na toll. Vielleicht sollte man ein Community Update machen. Alle, die einfach nur scheiße, arrogant und hinterlistig ohne Ende sind, die sollte man einfach bannen. Oder Leute, die sagen, lass mal ohne Rüstung den Screen machen. Als ob man auf diesen Trick noch reinfällt, Alter. Lass mal ohne Rüstung Screen machen. Und dann habe ich meine Rüstung ausgezogen, hat dann den Screen gemacht, hab ihn trotzdem gefickt. Er hatte die Rüstung noch an, ich nicht. Jetzt kann sich jeder mal vorstellen, was GommaHD.net für eine Community hat, was die alle in PvP drauf haben, ist ein Wunder. Wirklich, ich weiß nicht, wie lange die PvP gelernt haben, aber lange war es auf jeden Fall nicht. Die haben vielleicht 2 Kämpfe gemacht, mal Übungskämpfe, und dann sind sie gleich auf die großen Server gegangen, in der Hoffnung, dass sie irgendwas gerissen bekommen. Schaffen sie aber nicht, sondern sie sind einfach nur richtig kacke in PvP und schaffen es nicht mal, mit Rüstung gegen einen ohne Rüstung zu kämpfen. Wow, GommaHD.net, klasse, Alter. Was ist denn... Und jetzt rege ich mich mal nicht über den Server auf, sondern über die Community. Und dann kriege ich auf die Fresse von der Community, weil die Community sagt, der Server ist voll cool, der leckt am Anfang gar nicht, es liegt an deinem Ping. Ja, genau, das liegt an meinem 34er Ping. Ja, genau, das liegt an meinem vielleicht 40er Ping. Genau, es liegt an meinem Ping, 31er Ping. Genau, es liegt an meinem Ping, dass es leckt. Ist ja nicht so, dass manche Leute im Rechenzentrum wohnen, ich wahrscheinlich dann irgendwann nach meiner 60k Leitung dann irgendwie eine 1 Gigabit Leitung braucht, damit man vernünftig spielen kann oder so. Ich kann es mir langsam nicht mehr erklären. Ich habe so den Rage auf die Community, weil die so arrogant, so egoistisch, so richtig arrogant, so, ich weiß nicht, wie man das doch beschreiben soll. Diese, kennt ihr das, wenn ihr so einen Rage auf Leute habt, auf einen einzigen, dass ihr Streit nicht klären wollt, sondern dass ihr ihn einfach richtig beleidigen wollt. Kennt dieses Gefühl? Dieses Gefühl kennt jeder, da brauche ich überhaupt nicht fragen. Aber ich habe hier noch ein Gommel Herz zu stehen, weil ich Minecraft schon seit 2013 installiert habe. Und seitdem steht Gomme Herz da. Ich habe das noch nicht einmal geändert. Es steht schon immer Gomme Herz da. Aber mittlerweile ist die Community einfach so arrogant und so richtig scheiße geworden. Die beleidigen rum, die provozieren richtig hart. Und das ist eine Community. Wenn ich Bock hätte, würde ich für jeden Einzelnen einen Chatlog erstellen. Für jeden Einzelnen würde ich einen Chatlog erstellen. Und der würde dann aus dem Chat gebannt werden für Provokation. Aber ich bin nun mal einfach nicht so, dass ich Leute für Easy oder E2 reporte. Das ist mir dann egal. Sollen sie doch Easy oder E2 schreiben? Ich bin nicht Easy und das weiß ich. Aber wenn diese Leute dann provozieren mit, ja, ich habe schon mal Schwereres gesehen oder spielst du seit einem Tag Minecraft, dann würde ich echt gerne einfach jeden einzelnen Chat loggen und einfach reporten. Ganz ehrlich, es geht mir so auf den Sack, diese Community mittlerweile. Und jetzt werde ich auch anfangen damit, jeden zu chatloggen, der die ganze Zeit provoziert oder was auch immer macht. Ganz ehrlich,
Ich hab so die Schnauze voll. Der Gobble-Server an sich, ne, entwickelt sich gerade zu einem richtig coolen Server mit UHC, mit Gun Game, mit Kid One vs. One als einzelnen Spielmodi. Die Spielmodi sind alle richtig geil geworden. Der Server entwickelt sich zu einem coolen Minigames-Netzwerk, auf dem es nicht nur Minigames gibt, die man was mit PvP zu tun haben, sondern auch Minigames, die ein bisschen was mit Bauen und so zu tun haben. Zum Beispiel Skyblock. Aber die Community ist scheiße. Die Community ist scheiße. Der Server entwickelt sich in eine richtig gute Richtung. Die Spielmodi gefallen mir. Das CW-System gefällt mir. Das Anti-Cheat manchmal nicht. Aber das Anti-Cheat hat sich ja sowieso für, über diese IP erledigt. Über bessere Range.tk. Aber die Community ist sowas von scheiße. Und da nehme ich kein Blatt vor den Mund. Die Community ist einfach nur scheiße. Und damit verabschiede ich mich und hoffe, das Video ist nicht wieder so lang geworden. Und ich hoffe, euch regt das nicht auf, wenn ich mich über die Community beschwere. Aber der Server gefällt mir richtig gut in letzter Zeit. Aber die Community von dem Server ist einfach nur unter aller Sau. Nicht alle, aber 70% aller Leute auf gomad.net sind einfach nur Provokateure, Leute, die hacken oder Leute, die verdammt nochmal rumheulen. Premium-Spieler, kickt uns mal nicht immer, diese scheiß Premiums. Dann kauf dir Premium, wenn du zu arm dafür bist, dann tut's mir leid. Meine Güte, Alter. Und Leute, die sich kein Premium holen, die sind ja nicht zwangsweise, die haben ja nicht zwangsweise kein Geld dafür, sondern die kaufen sich einfach kein Premium, weil es manchmal keinen Sinn macht, weil man auf dem Server ein paar Tage spielt, wenn man von Hive kommt, als englischer Spieler auf den Gommel-Server geht. Und dann beleidigt dich da jeder rund um die Uhr, dann kannst du dir schon denken, was sie für einen Eindruck von deutschen Servern haben. Ganz ehrlich, ich muss jetzt erstmal was trinken, weil mein Hals ist so trocken und meine Zunge, die tut schon so weh durchs Ragen, ne? Ich bin froh, dass ich die ganzen Kämpfe gewonnen habe, aber jetzt gehe ich erstmal unter die Dusche, setze mich dahin, betrinke mich mit einem Glas Milchshake und dann mache ich mein Video, lade es hoch. Danach muss ich noch mein Zimmer aufräumen, abwaschen, in den Garten sprengen gehen und dann kann ich endlich mit Choli zocken. Endlich, verdammte Scheiße. Okay, bis zum nächsten Video. Sorry für den Rage. Tell me why.